So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Europa Universalis 4 wartet. Ja, nun schauen wir doch mal, was wir heute planen. Mir ist gerade was eingefallen, was toll ist. Und zwar die Molukken. Da haben wir einen Händler reingesetzt, das ist mir gerade gesehen. Der hat sogar 6 Dukaten. Ich glaube aber, da wir es weiterleiten, bringt es nicht so viel. Das checke ich mal ganz kurz aus. Und zwar, wir Handel 74 nehmen wir ein. Und jetzt sage ich mal zu dem Kollegen hier, er soll das abschöpfen und nicht übertragen. Wie viel waren wir uns? 74. Ich bin der Meinung, wir holen ein bisschen mehr raus, weil wir es momentan noch nicht komplett steuern können bis nach Hause. Er sammelt 10 Dukaten. Nee, es bringt doch echt mehr, wenn man es weiterleitet. Seht ihr? Krass. 67. Okay, heftig. Ich guck nochmal. Einen Monat nochmal warten. Ja, bringt mehr, wenn jetzt. Alles klar. Alles klar. Na los. So. Okay. Na, müssen wir jetzt Malakka klar machen, ne? Das ist so unser nächstes Ziel. Dann können wir da auch noch einen schönen Händler reinsetzen, der dann weiterleitet. Und dann sind wir schon ganz gut bestückt hier. Dann kriegen wir ja schon fast alles nach Hause gedrückt. Sklaven, wo? In Highveld. Achso, das ist da in Südafrika. Mhm. Da haben wir jetzt auch die Jungs abgeholt. Was kommt denn da angefahren? Ist das unsere große Flotte oder was? Haben wir die jetzt abgeholt schon, die Jungs? Ah ne, die fahren erst hin. Ah, die sind erst hingefahren. Genau, sind die kaputt? Ja, es geht so. Können wir bald mal überlegen, ich glaube, wir müssen unsere Flotte hier bald mal aufstocken, ne? Boah. 54 Schiffe müssen wir da verbessern. Kostet 1900, so viel dazu. Fisch wird nun produziert in Pose. Naja. Wie gesagt, ein bisschen mehr Geld könnten wir noch gebrauchen. Flotte kostet uns 50 Dukaten. Geht aber noch. Das geht noch. So. Die sind fertig. Wie gesagt, die schicken wir jetzt zu Hilfe nach Indonesien. Da sind wir noch nicht durch. Ja, erstmal hier hin, ne? Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen Rebellen am Start bekommen hier. Gegen Mapuche Kolonialeroberung. Alles klar. Makassarische Nationalisten. Wie gesagt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also hier wird es jetzt gleich ein bisschen rumsen, nehme ich mal an. Da werden wir dann ein bisschen beruhigen müssen zwischenzeitlich. Wir werden aber auch jetzt schnellstmöglich Krieg führen müssen gegen, habe ich schon wieder 10 Jahre verschoben, aber wir müssen echt mal Gas geben, was das angeht. Okay, hervorragend. So, dann braucht man einen ordentlichen Berater wieder. Plus 2 idealerweise. Nationale Unruhe nämlich. Hilft am meisten. Aktuell bei so einem Riesenreich, was wir hier schon zusammen getrommelt haben. Da ist das noch, glaube ich, mit am besten. So. Moment. Ja, das sind die Jungs hier, ne? Die Maka, die Makassarischen. Die Makassarischen. So. Okay, Portugal hatte ich das Jahr, haben sie sich geholt, war klar. Portugal halt, ne? Zum Glück machen sie nicht viel draus. Aber die haben echt ein Weltreich. Genau wie die Spanier, das ist nicht normal. Ich muss mal gucken, es gibt ja noch einen Erfolg für in jeder Region oder in jedem Kontinent eine Kolonie zu haben. Australien zählt ja als Kontinent, da müsste man, glaube ich, noch eins reinsetzen. Und natürlich auch noch ein Erfolg dafür, dass man Japan erobert als Europäer. Da will ich auch noch ran. Aber schrittweise, ne? Immer schrittweise. Jetzt geht es erstmal darum, Vormachtstellung zu bekommen in Malakka. Hier haben wir 64%, sind somit die größte Partei, mit Abstand die größte. Das ist ganz, ganz geil. Werden wir auch noch größer mit unseren Kolonisten, die wir hier haben.
müssen wir gar nicht mehr viel investieren, sondern können wir gerade so laufen lassen. So ein paar kleinere Inseln können wir ruhig abgeben an Portugal und Co. Pff, das ist dann auch nicht so schlimm. Da können wir uns dann langsam auf die nächsten Punkte konzentrieren. Mit Frankreich erfolgreich. Erreicht, okay. Dann können wir den wieder zurückholen. Oh. Warum stehen die bei uns? Das sind gute Neuigkeiten. Diplomatischer Unterhalt eine Zeit lang aber bloß, also bringt es nicht so viel. Warum stehen die jetzt bei uns? Da können wir jetzt mal. Die haben zwar zwei Sterne, da können wir jetzt mal ein Kräftemessen machen. Bin mal gespannt. So, Lüttich ist, glaube ich, von allen Regionen abgetrennt, ne? Ist egal, von wo ich angreife. Jo. Wir gucken mal. Vielleicht kommt uns ja auch wer zu Hilfe. Ja. Also in Europa sind wir nicht ganz so mächtig wie in Indonesien, aber dafür kriegen wir jetzt Hilfe. Jupp. Ihr seht. Spannend. Also da müssen wir ja noch ein bisschen reinklotzen, dass unsere Armee stark genug ist. Wir bauen wieder Stabilität auf. Ist für mich momentan einfach das Sinnvollste bei den Unruhen, die wir haben. Ansonsten müssten wir halt überall hin und her kutschieren, ne? Um aufzubauen. Von daher erstmal das. Ab 22 kriegen wir das nächste. Ist nicht mehr allzu lang. Müssen wir auch schauen, was wir nehmen, ne? Haben wir Handel eigentlich schon durch? Ja, Handel haben wir auch schon durch, ne? Handel haben wir durch, Wirtschaft haben wir durch, Entdecker. Ja, als nächstes definitiv Militär. Ich tendiere schon zum Plutokratie-Kollegen, Leute. Da wir da nochmal unseren Handel stärken mit. Und an billigeren Söldner kommen, ne? Wenn wir unseren Handel stärken, kriegen wir mehr Geld. Und dann haben wir auch mehr Moral in der Armee und solche Geschichten. Also, wie gesagt, nächster Punkt ist dann definitiv Plutokratie. Das hilft uns, ne? Hätte auch Seemacht gerne genommen oder Seefahrtsideen, aber bringt uns jetzt in dem Ziel, was ich verfolge, nicht allzu viel. Daher, wie gesagt, die Plutokratie-Idee im militärischen Bereich. Und dann gibt es am Ende die Technologiekosten 5% günstiger. Sollte man eigentlich immer am Anfang nehmen, ne? Idealerweise. Gut, dann hat man mehr davon oder länger. So, das können wir mal bauen, das glorreiche Monument. Das kostet das 800. Sehr schön. Bauen wir nach Antwerpen. Oh, wir haben mittlerweile die ganzen Gebäude hier frei. Kriegsakademie, Breda. Sehr schön. Teuer, aber geil. Nur hoffen, dass unsere Armee sich hier schnell wieder fängt. Stell ich mal nach Antwerpen, ne? So. Hier waren wir. Ja, wir halten uns, glaube ich, überwiegend hier auf, in Indonesien, und machen hier Rambazamba. Aber ist ja auch in Ordnung. Ergibt ja auch einen Sinn. Wenn wir jetzt hier schon die stärkste Macht sind, könnten wir eigentlich den Rest hier fast allein über einen Kolonisten, der hier noch die Insel klar macht, organisieren. Plus Ausbau der einzelnen Provinzen, die wir hier haben. Da sollte nicht mehr viel anbrennen. Bei den Molukken. Auch wenn sich jetzt Spanien und Co. sich hier noch was einverleiben. Naja, hier ist noch ein bisschen was frei. Das gehört zu Australien, okay. Wieder mal, Cavalli. Ja. Wie immer halt, ne? Portugal. Österreich akzeptieren, ja, die dürfen durchmarschieren, klar. Jupp, Kriegsgrund gegen Portugal kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Apropos, wir haben hier noch. Wie lange haben wir denn noch Kernprovinzgeschichte? Da haben wir noch drei, das dauert noch ein bisschen. Und Kolonien. Dauert auch noch ein bisschen. Obwohl schon zügig geht, aber reicht noch nicht.
In Banja gab es ein bisschen Action. Müssen mal gucken, dass wir die nächsten Handelspunkte uns holen. Die Philippinen sind auch ganz heiß, finde ich. Da sollten wir auch nochmal rankommen. Da wohnt nicht mal einer, das machen wir als nächstes. Also, der nächste Kolonist, der frei ist, setzt sich hier in die Philippinen. Wo ist denn hier der Handelspunkt da? Aber wo gehört er jetzt hin? Ungleiche Verfügung gegen den Kolonialkriegsgrund. Das hier, ne? Manila. Jo, das ist das nächste Ziel, Leute. Manila. Mit dem nächsten freien Kolonisten. Das ist höchstwahrscheinlich der in Afrika, aber der macht da weiter. Nee, Palu ist der nächstbessere. Palu. Und Banja ist dann, ja, hoffe ich auch mal irgendwann mal durch. Palu hier. Moment, nachdem wir den Krieg geführt haben. Zack, Palu. Ja, den da. Das geht mit 4 Einheiten, hoffe ich. Dann stellen wir schon mal alles hier hin nach Palu. Und dann holen wir uns die Philippinen. Sehr gut. Dann sind wir da. Wie gesagt, jetzt erstmal Malakka. Wie weit sind wir da? Moment, wir gucken mal hier. 45%. Fast. Haben es fast. Jetzt holen wir uns nur den Handelspunkt da unten. Kriegsgrund haben wir. Aber ich habe halt Angst wegen den Rebellen, ne? Weil hier 70%. Warte ich die jetzt noch ab? Oder führe ich jetzt den Krieg? Also, ich warte, glaube ich, die Rebellen lieber nochmal ab. Also, das ist mir jetzt echt zu heiß. Die Situation gerade. Ansonsten sind wir so aufgesplittet hier. So kommen wir an gar nichts ran. Ja, Erdwall, bringt uns das was? Nö, ne? Wenn einer schon hier Krieg führt mit uns, dann ist es eher zu spät. Wie gesagt, Malakka wollen wir ausbauen. Was gehört denn zu Malakka? Alles klar. Palopo. Wunderbar. Ja, da oben können wir Straßen bauen. Kostet mal ein bisschen was. Hier. Ist Palopo fertig? Palu ist fertig, sehr gut. Palopo. So. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Gas geben. Manila. Auf geht's. Bevor die Spanier und die Portugiesen wieder da sind, ne? Gleich haben wir die Camp-Provinz und dann schicken wir die Jungs schon mal gleich danach hin. Wer ist denn das da? Da ist schon einer. Ne, das ist ein Leuchtturm. Ach, zum Glück. Handelswert am Umschlagplatz 0. 62 Handelseinfluss. Auf geht's nach Manila. Und dann sind wir schon nah an Japan dran. Ist nicht mehr so weit dann. Sehr gut. Wie gesagt, den Rest kann hier ein Kolonist machen. Wir haben ja Molukken, es gehört ja schon uns. Also sind wir schon die stärkste Macht mit Abstand. Wunderbar. Dürfte noch langsam hier die stärkste Macht zu sein, schon in. Malakka. Dürfte nicht mehr so viel fehlen. Jetzt mit den beiden Provinzen noch 46%. Aber jetzt. Ich will das haben. Jetzt müssen wir Gas geben. Sind die Jungs angekommen? Jupp. Okay, dann runter. 70% makassarische. Man könnte über Stabilität, aber. Aber Makassar hat doch gar keine Unruhe mehr. Ja, genau, geht schon runter. Schaut. Die gehen schon auf 60%. So, wo haben wir noch? Monopolfirma gegründet, mal wieder. Boah, zick, 2000. Geld. Gucken mal, 0,1%. Wo sind denn die Unruhen? Kutai und Palopo. Kutai, wie viel? Das ist auch 0. Na, Kolonien sind auch gleich alle durch.
Hutai. Ist doch gar nichts mehr los. Müsste doch alles wieder runtergehen jetzt, ne? Na jo, geht alles schon wieder runter, Leute. Wir können Krieg führen. Stabilität steigern. Wunderbar. Hat sich das auch erledigt. Dann sind wir in Afrika durch. Fast. Eine Provinz fehlt noch, die holen wir uns noch. Und dann ist halt die Hoffnung groß, dass wir halt mit dem Ausbau hier noch, warum sind, wir sind hier nicht die größte Macht, weil die immer noch die wichtigeren Zentren haben, ne? Ihr seht. Ja, 32%. Also. Pose ist durch. Jetzt wird es ein bisschen zügig heute. Da geben wir ja mal richtig Gas. Wunderbar. Mit dem Ausbau dürften wir dann auch noch mehr Handelseinfluss bekommen. Okay. Wie sieht zu Hause aus? Ist da der Krieg jetzt noch langsam vorbei? Da stehen schon wieder welche. So, dann wollen wir mal angreifen, ne, wenn sie uns wieder hier blöd kommen. Wunderbar. Auch noch viel Autonomie, ne, in Hennegau und Hainaut hier. Namur und das ist Hennegau. Okay. Ja, müssen wir laufen lassen. Gucken wir mal kurz, können wir irgendwo zügig jemanden befrieden? Boah. Wollen wir jetzt? In Makassar wieder 4%, wegen dem Ändern der Religion. Okay. Okay, 19 Mann haben wir hier. Ich guck mal kurz, soll man noch was produzieren oder? Nö, geht so, ne? Banja. Alles klar. Ich hoffe, das klappt auch überhaupt, wie ich mir das vorstelle jetzt hier. Dürfte aber. Können wir noch Anspruch fingieren? Das gucken wir mal kurz, ob wir noch einen Diplomaten frei haben. Da haben wir doch einen Händler. Wo kommt denn der jetzt her? Da haben wir ja einen Händler. Holländisch, wo? Südafrika! Okay. Wo fehlt uns denn jetzt einer? Da haben wir einen. Wir haben eigentlich überall einen. Vielleicht mal noch hier unten. Da haben wir auch schon einen. Da auch. Haben wir da keinen Einfluss? 0%, wir haben 0% in St. Lawrence Golf. Okay, interessant. Ja, dann würde ich sagen, würde ich vorschlagen, der läuft ja gleich durch, ne, bis nach Ärmelkanal, ne? Ja. Dann hier unten, ne, klar. Da haben wir einen. Dann können wir hier einen, ne? Übertragen. Wow. Spannend. Da dürfte doch ein bisschen mehr Geld ankommen. Ah, 52 haben wir schon. Jetzt geht's aber los, Leute. Jetzt geht's aber los. Gut. Aber trotzdem will ich die stärkste Macht hier sein. Krieg erklären. Machen einen Haufen Leute mit. Hoffe, das fliegt uns nicht um die Ohren. Jui und wie sie alle heißen hier oben. Ich muss wie nachher einen Besuch kriegen hier, ne? Und es ist auch ein riesiges Land, also. Aber wir haben Anspruch, ne? Und auch traue ich mich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich will das haben.
Naja, mehr als schief laufen kann ja nicht, ne? Also. Dann mal drauf da aufs Schiff, damit das alles ein bisschen schneller geht. Dann da rein. So. Schiffe haben wir ja auch genügend hier, die dürften sich eigentlich durchsetzen. Gegen den ihre Kaschem da. Wie weit sind die denn in der Technologie? 15 und wir sind aber schon bei 20, ne? Bald 21. Jo, okay. Sollte klappen. Boah. Da haben wir schon gleich einen erwischt. Schon das erste Schiff gleich klar gemacht. Hoffentlich funktioniert's. Wir werden sehen. Nicht, dass die da mit 50.000 Mann ankommen, oder denn? Ostindische Handelsroute, Effekt 5%. Oh, wie haben wir das denn geschafft? Ah, wir haben jetzt wahrscheinlich wegen dem Händler, ne? Sehr geil. Sehr geil. Wie viel leiten wir denn weiter von Malakka? 17. Na ja, ein Großteil, ne? Ein Großteil von Molukken. Und dann Malakka selber. Yes. Yes. Dennoch die Philippinen dazu. Jetzt müsste man nur noch mal richtig fett in Sansibar ankommen, weil da leiten wir bloß 12 weiter, schaut. Wir leiten von Malakka nach Sansibar. Höchstwahrscheinlich so läuft der Weg, oder? Oder wie läuft der Weg hier? Ja. Und wir sind in Sansibar einfach zu schwach aufgestellt, meines Erachtens. Die Wahl. Behalten oder? Ich wollte die ja mal behalten, ne? Habe ich nur noch mal einen frischen. Ja, wird mal Zeit, dass die hier Krieg führen. Ich kann versuchen, hier mit unserer einen Provinz was aufzubauen, aber das wird schwer. Also noch ein bisschen mehr Handelseinfluss, ne, und so, aber mit einer Provinz. Das ist echt kein Land. So, wir können hier aber noch. Werkstatt. Das Dock können wir noch mitnehmen. In der Hoffnung, ja, wie gesagt, Handelseinfluss, ne? Dass mehr weitergeleitet wird. Also, Malakka haben wir schon, alles klar. Kriegsziel ist erreicht, dann können wir weiterziehen. Erstmal den Anführer wieder zuteilen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, von wo sie kommen. Ob wir irgendwo unsere Schiffe hinbringen müssen. Irgendwas haben wir da gewonnen. Irgendwen haben wir da zerstört. Wir können aber noch weitere Schiffe produzieren. Und noch weitere Umschlagplätze sichern. Gut, bis der Frieden vorbei ist. Der Krieg vorbei ist. Oh, Reisintegrität verloren. Das ist jetzt schwierig, ne, wenn das Heilige Römische Reich sich auflöst. Moral der Flotte, bessere Beziehungen, diplomatisches Geschick und Kolonialreichweite ist für uns uninteressant, weil wir sind schon richtig breit aufgestellt. Wir hatten plus eins die ganze Zeit genommen, ne, Moral der Flotte. Jetzt nehme ich mal hier so ein bessere Beziehungen. Plus 2. Hoffentlich gucken wir mal. Hoffentlich klappt das. Da haben wir auch gewonnen. Okay, es läuft. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen was hier zusammen. Also mit Malakka sind wir dann auf jeden Fall hier. Die Chefs. Da kommt keiner ran. Die Admiralität würde ich auch ganz gerne mal aufstellen bei uns. Noch Utrecht. Jetzt haben wir noch keinen Gegner gehabt, ne?
Und schon 6% Kriegsstand. Banja mal wieder. Oh, der General ist tot. Hurra, wir brauchen 9. Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück. So, naja, geht so. Geht so. Wie viele Männer dürfen wir denn haben? 67.000. Wahnsinn. Und das nur mit Auslandsprovinzen, ne? Das ist der Hammer. Ja, klar, Merkantilismus. Bringt dann doch am meisten. Molukken können wir uns sparen. Da sind wir schon die Chefs. Ja, das Handelsdepot nehme ich mal mit hier. Kanal. Jo. Die Post kann man noch bauen. Das ist nicht alles. Naja, können wir so ein bisschen aufsparen. So dick sitzen wir jetzt auch nicht drin. Ich würde lieber nochmal so Schiffe bauen. Wie weit sind wir denn da? Oh ja, wir können massig Schiffe produzieren. Überseehandel. Am besten gleich zweimal. Ja, erstmal zwei und dann noch so Schiffe dazu, ne? Sammelt sich alles hier. Teuer genug, dass wir den Handel schützen können, ne? Wunderbar. Diplomaten, ich will noch einen nach Sachsen schicken. Ja. Haben wir schon gut abgebaut jetzt an Beziehungen. Fast 40 Punkte haben wir jetzt schleifen lassen. Nicht, dass die irgendwann anfangen und mit uns hier Ärger machen. Man könnte sich auch überlegen, nochmal irgendwas zu holen hier in Europa, ne? Habe ich schon häufiger gesagt, aber nie gemacht. Köln zum Beispiel. Wie sieht's denn aus mit 5? Oh ja, da können wir ausbauen. Erstmal die Grenze natürlich. Können wir uns das komplett leisten? Frevel, immer die Holländer, die Portugiesen. So. War teuer genug. Das ist Geld wieder alle, ne? Ich sag noch, ne? Geld sparen. Gut. Könnte auch in Kriegszeiten natürlich auch immer Ding mitnehmen. Kriegssteuer. Wäre auch gar nicht wenig. Bei 21 Armee und 50 Flotte. Mache ich jetzt diesmal auch. Jo, das habe ich mir schon gedacht. 20 Dukaten kann man echt gebrauchen, jeden Monat. Ansonsten Augen offen halten. Jetzt können wir den General festlegen. Und dann gehen wir gleich einen Schritt weiter, ne? Trennen sie richtig schön ab, je nachdem, wie viel wir dann kriegen. Ist auch wieder alles teuer, ist ja klar. Makassar, ist da wenigstens Ruhe oder ist da noch Aufstand? Oh, was wir alles bauen, guckt euch das mal an. Ist der Hammer. Nie genug Getreide. Können wir irgendwo jemanden hinschicken? Oh, 32 Monate ist schon lang, ne? Lohnt sich fast gar nicht. Aber wir haben ja 100% religiöse Einheit. Naja, komm, wir sind unterwegs. Wir lassen ein bisschen laufen, den Missionar. Besser als gar nichts zu tun, ne? So, Schiffsbau läuft. Gebäudeausbau läuft. Krieg läuft. Kolonien laufen. Ich würde sagen, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. In all der Frische mit neuen Plänen. De Witt erhält Jan de Witt bis zum Tode von Anton von Huchtenburg mit folgenden Auswirkungen. Gut. Nehme ich gerne mit. Bis dann. Ciao, ciao. De Witt.